Hi Leute, ich begrüße euch mal zu einem Video, was ich bisher so in der Form auch noch nicht gemacht habe. Und zwar ein Unboxing-Video. Unboxing. Ja, wo ich dann so ein paar Pokémon-Booster-Karten-Packs öffne. Ja, eins, die Pokémon-Karten, wovon sicherlich schon einige gehört haben. Aber die ich selber bisher auch vorher auch noch nicht in der Hand hatte. Das sind einmal die mit den schimmernden Legenden. Ja, wie man vielleicht schon auf dem Bild, auf den Verpackungsbildern erkennen kann. Schimmernde Legenden im Sinne von nicht, dass das Holokarten sind, sondern ja, die in Pokémon Go als Shinies bezeichneten Pokémon. Zum Beispiel Genesect. Eigentlich ein lila Pokémon, ist jetzt in Shiny dann halt rot. Auch finde ich auch sehr hübsch. Mew, schon in rosa sehr, sehr niedlich. In blau macht es auch einiges her. Natürlich Rayquaza statt grün-schwarz. Sieht schon sehr cool aus. Was mich ein bisschen gewundert hat, wo ist der grüne Bauch von Mewtwo? Naja, ich habe die Karten schon mal, die Pakete schon mal geöffnet, habe dann mal die Codekarten rausgeholt schon mal, damit man muss ja nicht unbedingt mehr veröffentlichen, als man eigentlich will. So, gut. So, das war das Genesect-Pack. Was haben wir hier? Einmal den Schadenstransporter. Drei Schadensmarken von dem Pokémon auf ein anderes verschieben. Einmal ein Flammiau. Glühende Coin mit der Attacke. Bisasknosp. Oh, das ist schon für die erste Weiterentwicklung schon ziemlich stark. 100 WP, KP. Eine 30er und eine 50er Attacke, die das aktive gegnerische Pokémon gleichzeitig verwirrt und vergiftet. Schon stark. Zwar der hohe Energiekosten, aber cool. Was haben wir hier noch? Einmal Flunschlick. Ein Boden-Pokémon mit Elektro-Attacken. Ist ja auch ein Elektro-Boden-Pokémon. Wobei die Galar-Version finde ich dann noch ein bisschen schicker, weil da sieht man wenigstens, was es wirklich, dass es eine Bärenfalle ist. Ein Kanimani mit Aquaknarre und Biss. Standard-Basis-Pokémon. Eine Stahlenergie. Ein Superball. Was haben wir hier? Ein Holo-Rosana mit Jammerstimme. Wähle eine zufällige Karte aus der Hand deines Gegners. Er zeigt sie dir und mischt sie dann in sein Deck. Ja, das kann schon nervig sein. Und intensiver Kuss. Keine starke Attacke, aber das Pokémon ist danach verwirrt. Und oh, hier haben wir so das von dem Paket, das Shiny Rayquaza in schwarz, holo, sehr schön. Was ist das? Sogar der, ich weiß gar nicht, kann man das erkennen? Ja, sogar der Seltenheitsstern ist in holo, sehr schick. Mit Drachenpuls. Lege die obersten zwei Karten deines Decks auf den Ablagestapel. Boah, das ist natürlich keine allzu gute Attacke. Wenn man jedes Mal zwei Karten verliert. Und Himmelsurteil. Eine Feuer, zwei Elektro und eine Farblosenergie als Kosten. Lege drei Energiekarten von diesem Pokémon auf den Ablagestapel. Wow, das ist ein sehr schickes Pokémon und man verliert viele Karten. Dann haben wir nochmal passend zum Bisasknosp ein Bisasam, was dann so lieb guckt. Und ein Irokex. Gefährlicher Kopf. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein Basis-Pokémon ist, fügt die Attacke 50 Schadenspunkte mehr zu. Boah, das ist schon ordentlich. Und okay, ist die Weiterentwicklung.
Die Energiekosten sind für so starke Attacken eigentlich recht niedrig. Das ist schon mal cool. Besonders das ist eine 70er-Attacke, wo man dann mal einfach nur zwei Energiekarten braucht. Joa. Schöne Ausbeute. Direkt mit zwei Shinies. So, was haben wir hier noch? Das Paket mit Shiny Mew. Nichts mehr drin. Haben wir einmal ein Bojelin. Mit Rasierflosse und Wasserbombe. Auch ein weiterentwickeltes Pokémon. Wasserbombe hat zwar keine allzu hohen Energiekosten, aber das Pokémon leidet ein Viertel des verursachten Schadens selber. Auch nicht unbedingt. Da kann man auch nicht auch dreimal angreifen und dann. Ja. Sind die gegnerischen Attacken noch nicht eingezählt. Die Pokémon-Züchterin. Ziehe zwei Karten und heile 20 Schadenspunkte bei deinem aktiven Pokémon. Wenn du keine Karten im Deck hast, kannst du die Karte nicht spielen. Moa. An sich, coole Karte. Also das ist Trank mit zwei Karten. Ja. Ein Arbok. Nun, sieht fast so hübsch aus wie ein dunkles Arbok aus den damaligen Rocket-Versionen. Davon habe ich das. Das habe ich dann auch noch. Das habe ich auch noch mein Holo. Aber das kommt mir vielleicht mal in einem anderen Video. Ein schüchternes Muster. Solange dieses Pokémon dein aktives Pokémon ist, fügen die Attacken des aktiven Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte weniger zu. Oh, das ist auch einmal eine Resistenzfähigkeit. Generell. Eine nicht typenbezogene. Und natürlich die schöne starke Attacke Gifthauer, wo das Pokémon, auch gegnerische Pokémon, auch vergiftet ist. Oh, nochmal wieder Knosp. Das kommt mir wie bekannt vor. Was habe ich hier nicht? Ein Moment. War das gerade nicht ein anderes? Nö, habe ich einfach noch nicht vorgelesen, die Attacke. Alles klar. Rasierblatt und. Ja doch, Giftgeißel, das sollte ich vorgelesen. Alles klar. Ein Knilz mit Absorber, wodurch man 20 Schadenspunkte heilen kann, jedes Mal, wenn er angreift. Noch ein Kanimani. Okay. Und noch ein Bisasam. Okay, Kanibani, Bisasam, Bisaknosp. Sehr häufige Pokémon anscheinend. Zwei Pakete geöffnet, direkt zweimal drin. Dann habe ich hier noch Pikachu mit Eisenschweif. Wirf so lange eine Münze, bis das erst zum ersten Mal das Ergebnis Zahl kommt. Und pro Kopf 20 Schadenspunkte. Ja, man kann Glück haben, man kann weniger Glück haben. Oh, ein Holo-Krüppuck. Ah, darunter kommt noch ein Holo. Kommt gleich. Ah, solange dieses Pokémon dein aktives Pokémon ist, kann sich das aktive Pokémon deines Gegners nicht zurückziehen. Oh, Horrorblick in den Pokémon Gameboy Spielen. 60 KP und man kann drei Schadensmarken bei verfluchter Fall auf die gegnerischen Pokémon verteilen. Naja. Keine allzu starke Attacke, kein allzu starkes Pokémon. Das Pokémon hat immerhin weder Schwäche noch Resistenz. Was haben wir hier? Manaphy. Das Seefahrer-Pokémon. Segen der Tiefsee. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du 20 Schadenspunkte bei deinem Pokémon, bei einem deiner Pokémon heilen, an das mindestens eine Wasserenergie angelegt ist. Ja, ist auch nett. Nette Fähigkeit. Wellenplatscher, keine starke Attacke. Aber naja. Und, naja, dann bleibt Energie. Ja, da war schon mal kein Shiny drin. Nur Holo. Ja.
Klatsch. So, was haben wir denn hier aus dem Recover-Paket? Einmal ein Bammelin, auch mit Rasierflosse. Nee, natürlich nicht ganz so stark. Ist ja noch nicht weiterentwickelt. Und Aquaknarre. Zurokeks. Familienruf. Ja, man kann ein beliebiges Basis-Pokémon suchen. Gut, wenn man Weiterentwicklungen auf der Hand hat, ist das gar nicht mehr so verkehrt. Ja, 60 KP, Kopfnuss mit 20 Schaden. Tyrakrok. Oh, passend zum Kanimani. Steilsprung. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du an dieses Pokémon, auch wenn sich dieses Pokémon auf der Bank befindet, alle Energien von deinem aktiven Pokémon auf dieses Pokémon verschieben. Dann kannst du das Pokémon austauschen. Oh, spart die Rückzugskosten und man hat direkt Energie angelegt. Ja, Attacke bis mit 60 Schaden. Nett. Ja, das ganz Rosana, was ich gerade in in Holo hatte. Nicht in Shiny. Noch ein Pikachu. Wow. Zurusa. In Holo. Ach, Zurua. Mein Gott. Mit Zertrampeln und Ramme. Keine starken Attacken, keinen Schock, aber auch nicht viel WP. Naja. Hübsches Bild. Der kleine Fuchs. Mit dem Schlafzimmerblick. Sehr schön. Die Karte gefällt mir schon mal sehr gut. Allein optisch. Entei GX. Glühen mit 50. Feuerzahn mit 100. Wobei das gegnerische Pokémon verbrannt ist. Und tapferer Brand GX. Aber Gott, das kann man so schlecht lesen auf der Kamera. Diese Attacke fügt ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 150 Schadenspunkte zu. Wende Schwäche und Resistenz auf der Bank nicht an. Aber man kann nur eine GX-Attacke einsetzen. Doch das Design, das gefällt mir sehr gut. Dieses knallige Rot. Naja, haben wir noch eine Blitzenergie. Einmal Lilly. Oh, die hatte ich schon fast lang nicht mehr. Pokémon-Züchterin. Hatten wir gerade schon. Und der Hyperball. Ja, davon habe ich auch mehrere. So, und schillernde Legenden. Mewtwo, was irgendwie nicht schillernd ist. Wie gesagt, für mich hat ein schillerndes Mewtwo einen grünen Bauch. Und was haben wir hier? Minun. Mit Sammeln und Funkensprung. Entweder eine Karte ziehen oder Funkensprung. Die Attacke fügt ein Pokémon auf der Bank des Gegners 20 Schadenspunkte zu. Also zusätzlich. Das ist auch nett. 20 auf das Aktive, 20 auf der Bank. Ein Bammelin. Okay. Kommt irgendwie sehr häufig vor. Okay, kein Wunder, es gibt auch nur 73 von Schillermann der Legenden auch nur 73 Karten insgesamt. Das heißt, bei 40 dürfte man gut die Hälfte haben. Oder doppelt. Ja, nochmal ein Zurokeks. Ein Voltoball. So. Ist okay. Nochmal ein Rettern. Mit Giftstachel. Aber da ist das gegnerische Pokémon nur bei Kopf vergiftet. Ja, eine holographische Trainerkarte. Holo Shiny. Naja. Hoppala. Rauchhusten. Der Pokémon-Fänger.
Wirf eine Münze. Bei Kopf tausche ein Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen sein aktives aus. Boah. Ah, Holo Raikou. Aber nicht komplett Holo. Nicht so wie die anderen, die ich gerade hatte. Einmal Donnerbrüllen. Lege eine Blitzenergiekarte aus deinem Ablagestapel an ein Pokémon auf deiner Bank an. Das ist cool. Energierecycling durch Attacke. Und dann halt nochmal eine ordentlich starke Attacke. Dreifache Energiemenge, dreifacher Schaden. Das ist auch ordentlich. Ja, warte mal hier. Eine Stahlenergie. Kleopada. Nicht Holo. Wähle eine Attacke des gegnerischen Pokémon. Jenes Pokémon kann jene Attacke während des nächsten Zuges deines Gegners nicht einsetzen. Ja, Folterknecht halt, ne? Und einmal Schlitzer. So, ordentliche KP-Zahl, ordentliche Attacken. Nichts gegen einzuwenden. Ramot. Achso, ja. Ich weiß gar nicht, aus welchem Gameboy-Spiel das kommt. Was? Entwickelt sich aus Igniva. Ist das Perl-Rubin? Oder Schwarz-Weiß? Ich weiß es nicht. Einmal die Attacke, die Fähigkeit heißer Wirbel. Einmal während deines Zuges kannst du den Gegner dazu veranlassen, sein aktives Pokémon auszutauschen. Okay. Das geht so. Wenn er das macht, ist er doof, glaube ich. Und Hitzestoß. Das ist kein schlechtes Pokémon. Also 120 KP. Das heißt, das steckt einiges weg. Und dazu noch eine ziemlich starke Attacke mit geringen Angriffskosten. Und der Fänger in Nicht-Holo. Oh, sehr langweilig. Ja, das waren meine 4 Booster-Packs aus Schimmernde Legenden. Sagen an sich ganz nett, gute Ausbeute. Wobei die Karten waren jetzt nicht ganz so günstig. Das waren jetzt 28 Euro für die 4 Packs. Wenn man überlegt, normalerweise kosten die Packs, einzelnen Booster Packs 5 Euro. Aber ich glaube, die hat auch nicht jeder in der Hand. So, das war's von meiner Seite.